Ihr hört eine Mundart-Kolumne der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Viel Spaß mit De Schorsch. Ja, ich wär so schnell nicht mehr mit dem Karl ein bisschen im Wald spazieren können. Dabei habe ich mir das immer mit Fraht gemacht, ne? Gerade in der letzten Woche. Aber damit ist es jetzt vorbei. Das hab ich mir schon denken können, wie am Freitag das Bild von dem Wolf in der Oderweller Zeitung gewesen ist. Den wo sie bei Reigels fotografiert habe. Jetzt will der Karl Badu nimmer in der Wald. Ich bin doch nicht dabbet, hat er gesagt. 3 Monate Corona überlebt und mich dann von einem Wolf reisen lassen. Naja, wenn ich mir das Bild von dem Reigelser Wolf betracht, da drauf sieht's aus, als wenn das Fisch meiner Moores vor der Welt hätt, als es umgekehrt säum ist. Es ist ja nicht so, dass der Wald, wenn gerade mal kein Wolf da ist, ein friedlicher Streichel zu wäre. Ne? Wenn einmal so eine Wildsau hinterher ist, dann dusche dich noch um Wolf sehne, hab ich gesagt. Ist doch wahr. Die Leute meinen, der Wald, das wäre so eine Attraktion für den Feierofen, ne? Wo man auf nichts aufpassen muss und gerade machen kann, was man will, ohne dass einem was passiert. Ne? Aber wer irgendwo kennt einen Wolf so, ne? Dann ist es Lamenda groß. Ich weiß es ja nicht, aber man kennt meinen, dass die im Wald Ende von einem wilden Radfahrer, der hottischer unterwegs ist, als er bremsen kann, umgefahren wird, als von einem Wolf gefressen. Und wann? Von meiner Großmutter weiß ich, dass, falls dich der Wolf einmal gefressen hat, einfach der Jäger kommt, dich rausholen tut und dem Tier dafür Backstau in den Magen legt. Das habe mir meine Oma selbst vorgelesen und keiner soll sagen, dass die mich auch geschmiert haben. Ne? Alla dann, bis zum nächsten Mal. Euer Schorsch. Das war die Mundart-Kolumne der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Das war der Schorsch.